Unser heutiger Studiogast ist ein echter Weltenbummler, engagiert sich zudem für soziale Projekte und wird seinen Sommer im Land der Fußball-WM verbringen. Ich begrüße ganz herzlich beim LPTV Talk den ehemaligen St. Pauli-Profi Marcel Eger. Hallo Marcel. Moin. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio auf der Fußballbühne des Hamburger Amateurfußballs. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja. Man kennt dich ja. Also Marcel Eger war ja beim FC St. Pauli aktiv 7 Jahre lang und ist ein Gesicht des Hamburger Fußballs auf jeden Fall. Mhm. Und im Hamburger Fußball kennst du dich aus, im Profifußball. Wie sieht es da so im Amateurfußball aus? Ach doch auch, ja. Ich habe Spaß dabei, wirklich ab und zu Spiele am Wochenende zu besuchen. Jetzt, wo ich Zeit habe, die freie Verfügung auch über diese Zeit und trotzdem Fußball interessiert, macht das auch Spaß, echt. Nicht nur in den großen Stadien zu sein. Ich gehe ans Millerntor, habe da meine Dauerkarte, habe die Bayern jetzt auch mal beim HSV gesehen, aber Amateurfußball ist wirklich, da ist man noch nah dran und es ist ehrlich. Welche Mannschaften sind dir da so ein Begriff? Gibt es da einige, die du so öfter mal anschaust? Ach du, ich wohne in, gleich beim Erste Sternschanze um die Ecke. Deswegen, wenn ich da durch den Park laufe und ein Spiel stattfindet, dann gucke ich da mal zu. In ETV auch mal ab und zu. Dann natürlich die ehemaligen Kollegen, die jetzt viele bei VfL 93 spielen, draußen im Stadtpark. Marius Ebbers hat da auf jeden Fall für Furore gesorgt, ist aber jetzt in der vergangenen Woche dann wieder weg. Ja, habe ich auch gehört. Ja, macht er richtig, ne? Irgendwie mal kurz in die Sonne, einen kleinen Abstecher. Ja, er soll wiederkommen und auch in der Vorbereitung beim VfL 93 wieder durchstarten. Okay. Er ist auf jeden Fall dabei, du hast so ein bisschen das verfolgt. Wieso hast du dann noch nicht selber durchgestartet im Hamburger Amateurfußball? Ja, ich wollte einfach erstmal nach meiner aktiven Karriere so eine Pause machen, auch mal meinem Knie eine Pause gönnen. Ich hatte ja 2005 den Kreuzbandriss und der hat sich schon immer so ein bisschen mitgezogen, auch während der ganzen aktiven Zeit. Und eben jetzt mal regenerieren, mal ein bisschen Abstand gewinnen und dann kann ich mir aber vorstellen, dann wirklich mit voller Power dann irgendwann wieder dabei zu sein, weil anders geht's nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der Filigran-Techniker, der mit halber Kraft und einer Trainingseinheit in der Woche da irgendwie einen aufzaubern könnte. Das geht nicht. Dafür ist einfach die Qualität auch in den Ligen 4 bis wie auch immer, ne? Sehr, sehr hoch. Und wenn, dann mache ich es richtig und ich habe jetzt eben gerade Lust, ein bisschen was anderes auszuprobieren, aber da kommen wir auf jeden Fall jetzt zu, aber da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja. Marcel Eger kündigt an, wir werden ihn vielleicht im Hamburger Amateurfußball auch sehen, aber sprechen wir erstmal über deine aktive Zeit. Fußballkarriere beendet, 7 Jahre, wie schon gesagt, beim FC St. Pauli gespielt, 136 Spiele für die Kiezkicker gemacht und dann 2011 nach England gewechselt, zum FC Brentford nach London. Was war das für eine Zeit? Beschreib mal, was war der größte Unterschied zu Hamburg und auch zum FC St. Pauli? Die 7 Jahre beim FC St. Pauli waren einfach extrem besonders. Ja. Ich bin da hingekommen 2004 in der dritten Liga. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir dann diese Entwicklung durchmachen. Ja, und dass ich dann mein letztes Spiel am Millerntor gegen FC Bayern, zwar mit einer 1-8 Klatsche, aber trotzdem noch ein Bundesliga-Tor wenigstens gemacht gegen die beste Mannschaft der Welt. Für viele Fußballer ein unerwartetes Tor, ne? Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist es, jetzt habe ich alles erreicht. Das habe ich mir sowieso eh nie erträumt, was da alles passiert ist. Es war wunderbar, es war eine tolle Mannschaft, mit der ich da zusammen spielen durfte, eine wahnsinnig spannende Zeit, was da alles passiert ist. Und das war in England ein bisschen anders. Also da hat es sich eher wie nur ein Job angefühlt. Ja, beim FC St. Pauli war es einfach das Drumherum auch, was mir sehr gut gefallen hat, was mir auch wichtig war. Und dort ging es dann, man hat Sheffield Wednesday im Highborough Stadion gespielt, war da erfolgreich, konnte aber nicht mal feiern. Also, ne, wir haben dann immer beim FC St. Pauli Höhentrainingslager Hamburger Berg, war dann auch immer ganz wichtig, so dass man da einfach mal zusammen steil geht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann festgestellt, dass die Art Fußball, wenn es wirklich nur ein Job ist, mir nicht zusagt, nichts für mich ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, so okay. Ja. Also das war auch ein Grund, dann deine aktive Fußballkarriere zu beenden dort. Ja, das und eben auch mein Knie. Und deswegen habe ich dann 2012 dann gesagt, okay, ich möchte auch wieder zurück nach Hamburg, vor allem wieder zurück nach St. Pauli ins Viertel und da einfach
die zweite Heimat eigentlich von Marcel Eger. Ja. Was sind da jetzt für Projekte, die so anlaufen? Was hast du gemacht, nachdem du deine Karriere beendet hast? Erzähl mal so ein bisschen. Ich habe erstmal ganz viel die Beine entspannt nach der Karriere. Habe einfach mal gemacht, was ich wollte. Ich bin ein paar Mal mit dem VW-Bus unterwegs gewesen durch Europa. Habe es mir gut gehen lassen, habe am Wochenende auch mal ein paar Partys mitgenommen und so weiter. Habe das gemacht, was man halt sonst nicht machen konnte oder nur bedingt. Und ich mache viel Viva Con Agua natürlich. Das ist ja nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern das verbindet mich ja auch von Anfang an mit Benny immer noch. Beste Freunde, alle Leute, die da dabei sind. Vor allem Millerntor Galerie, die jetzt wieder Ende Mai stattfindet. Alle vorbeikommen. Millerntor Stadion wird Kunst verkauft und versteigert. Und die Erlöse gehen 30% an die Künstler, 70% an Viva Con Agua und damit wieder Wasser- und Bildungsprojekte in den Entwicklungsländern unterstützt. Das ist verknüpft mit dem FC St. Pauli auf jeden Fall. Ja. Und, Viva Con Agua ist ja auch, Benny Arnold hat ja auch eine St. Pauli-Karriere auf jeden Fall. Mhm. Die Trinkwasserinitiative hat sich auch etabliert jetzt mittlerweile nach einigen Jahren. Du machst halt viel, engagierst dich viel sozial. Ja. Das liegt dir schon am Herzen, ne? Ja, total. Also ich kann es manchmal gar nicht so fassen, was ich für ein Glück hatte, irgendwie so bis jetzt in meinem Leben. Und ich weiß das sehr zu schätzen und finde auch, dass man da einfach ein bisschen was zurückgeben kann. Das ist manchmal nur eine Floskel, aber ich war vor allem nach meiner ersten Projektreise, die ich mitgemacht habe, nach Äthiopien und Kenia. Wir sind gerade in die erste Liga aufgestiegen mit dem FC St. Pauli 2010. Alle haben einen gefeiert und so weiter und dann kommt man in die nach Afrika, eben in Äthiopien angekommen und dann nach Kenia weiter. Und da ist es halt eine ganz andere Welt und dann kommt man erstmal auch wieder ein bisschen auf den Boden und dann, seitdem vor allem ist das Engagement nochmal mehr geworden. So. Ja. Okay, es liegt dir auf jeden Fall sehr, sehr am Herzen. Du wirst jetzt in Zukunft auch ein Land bereisen, das Land der Fußball-WM Brasilien. Da gibt es hin, das ist ein Projekt, was jetzt kommt, was du jetzt demnächst startet. Erzähl mal, was ist das genau für ein Projekt und wieso machst du da mit? Ja, also im Prinzip wurde ich gefragt, ob ich Trainer werden möchte bei einer Mannschaft, die nach Brasilien reist, also eine Reisegruppe. Und die Reisegruppe unterstützt quasi auch mit dem Reisepreis, der bezahlt wird. Da ist eine Spende inkludiert sozusagen, unterstützen hier in Hamburg Kiez Kick. Auch ein Projekt, das ich ja über den FC St. Pauli auch schon mehrere Male besucht und eben kennengelernt habe. Und zwei beziehungsweise drei Projekte in Brasilien. Da geht es auch um gemeinsame Kultur, Musik, Sport, Kinder, vor allem Jugendliche, von der Straße zu holen und einfach mit denen dort Ideen zu entwickeln und einfach irgendwie gemeinsame Spaß zu haben. Und das ist einfach der Ansatz gewesen und da habe ich gleich gesagt, ich wollte sowieso nach Brasilien. Ich wollte aber eben diese klassische touristische Fußball-WM-Nummer, die dann ja häufig angeboten wird von großen Reisenunternehmen und so weiter. Da wollte ich mich nicht anschließen und deswegen kam das genau richtig. Und aber trotzdem ist natürlich der Besuch der Nationalmannschaft, einige Spiele, ist natürlich mit drin in dieser Reise. Aber dann werden andere Projekte, also es wird quasi das Land der Fußball-WM Beyond Maracanã dieses Projekt abseits der Glamour-Welt des Fußballs quasi gezeigt. Und wie sieht das aus? Am 17. Juni geht es ja los und wie sind da so die einzelnen Stationen? Also mein Flug ist am 17. Juni und am 21. Juni, also jeder reist individuell nach Brasilien. Man trifft sich dann in... acht Teilnehmer sind es? Ja, im Moment. Es sind also noch Plätze frei. Wer Lust hat, daran teilzunehmen und mich als Trainer zu haben, der aber ein sehr strenger ist, der wird vorm Spiel dann auch... Gerne auch eine E-Mail an uns, redaktion@lpiktv. Genau. Dann kann man von einem ehemaligen Fußballprofi dann auch lernen. Ja, gerne. Genau. Ja. Aber der eine oder andere Mojito wird dann auch dabei sein, wahrscheinlich, aber nicht direkt vor dem Spiel, sondern danach. Nein, aber diese Kombination war einfach eine sehr interessante, fand ich einfach. Und deswegen freue ich mich darauf. Und es geht dann 14 Tage ab dem 21. Geht das dann von Natal, das ist im Norden Brasiliens,
Da ist es auch noch warm, weil es ist ja bei uns, wenn bei uns Sommer ist, ist es ja im Süden dann Brasiliens dann doch auch mal gerne irgendwie ja, unter 10 Grad so nachts, aber im Norden ist es schon noch relativ warm. Da halten wir uns die meiste Zeit auf. Dann geht es über Recife, über nach El Salvador und die letzte Station ist dann Rio. Und El Salvador ist, glaube ich, ein Vorrundenspiel, so viel ich mich da erinnere. Also jedenfalls besucht man ein Vorrundenspiel und das ist sogar ein das Deutschland gegen USA. Mhm. Und dann hat man noch Tickets für das Achtelfinale der Gruppenzweite aus der deutschen Gruppe. Da hatte man echt Glück, also es war eine Chance von 1-7, diese Tickets, für die man sich beworben hat, zu bekommen. Und dann auch noch deutsche Beteiligung. Ja, hat also alles gepasst und ja, mal gucken. Super Projekt. Es gibt auch schon auf jeden Fall einen Trailer für dieses Projekt. Und damit ihr auch mal einen kleinen Vorgeschmack bekommt, schauen wir einmal gemeinsam rein. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das unhöflich ist oder nicht, aber ich muss mir jetzt was in die Ohren stecken. Nur das auch. Unfassbar laut. Wir haben jetzt nach dem Cabales-Projekt haben wir ein Fußballprojekt hier in der Favela gefunden. Und da haben wir spontan gesagt, da gehen wir mal mit. Die machen Fußball am Strand. Quem vai ganhar a Copa desse ano? Ja, das war der Trailer zu Beyond Maracanã, dem WM-Projekt, an dem Marcel Eger auch teilnehmen wird. Ein Kamerateam ist schon hingereist, die Route abgefahren, hat er schon einige Filme gedreht über diese Reise, die kann man sich jetzt auch schon anschauen. Ne? Die kann man sich jetzt schon angucken auf dem YouTube-Channel, einfach Beyond Maracanã in der Suchleiste eingeben, dann kommt man darauf. Es werden jetzt vor der Reise auch noch ein paar Filmchen dann online geschaltet und wenn wir vor Ort sind, dann in Brasilien, live und direkt sozusagen, werden dann auch immer wieder, wird da immer wieder was passieren auf jeden Fall auf diesem Channel und Facebook kann man auch nachgucken und so weiter. Die ganzen sozialen Medien sind da am Start. Und ihr habt auch eine Internetseite www.beyondmaracanã.de, wenn ihr noch andere Infos haben wollt, auch über LPTV gerne hier Bescheid sagen. Wir leiten das dann weiter an Marcel Eger. Ja. Und ja, du hast aber danach noch was Weiteres vor. Es geht nicht nur nach Brasilien, danach geht es für dich dann nochmal weiter. Ich habe gesagt, du bist ja so ein Weltenbummler. Ja. Du nimmst auch diese Reise als Start deiner Weltreise. Ja, richtig. Das möchte ich mir jetzt einfach zu dem Zeitpunkt auch gönnen. Ich wollte es nach meinem Abitur machen und dann nach meiner Fußballkarriere. Und jetzt ist es so, dass ich wieder hier zurück im Viertel bin. Und es gibt so viele Dinge zu tun und ich könnte mich so schön in so viele Projekte hineinstürzen. Aber ich habe mir gedacht, so okay, jetzt erstmal ein Jahr weg sein und dann mit frischer Energie. Ach du, einmal rum um den Planeten. Ne? Also ich habe so grob 4 Monate Südamerika, 4 Monate Asien, 4 Monate Afrika. Aber es kann alles passieren. Du bist für alles offen. Ich habe einen Flug, das ist der Hinflug eben nach Brasilien und dann mal gucken. Ja, und wenn du wieder da bist, wir wünschen natürlich viel, viel Spaß. Dankeschön. Genau, es wird auf jeden Fall eine unvergessliche Zeit, glaube ich. Ja. Die WM-Reise auch ein super Projekt. Mhm. Und danach sehen wir dich im Hamburger Amateurfußball wieder, versprochen.
Kann sein, versprochen ist nichts, aber kann gut sein auf jeden Fall, ja. Mhm. Okay, wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn dann dich natürlich nochmal einladen, ja, falls du dann eigentlich für einen Verein entscheidest. Ja. Ja, alle unsere Gäste, die zu uns ins Studio kommen, bekommen auch ein kleines Geschenk. Aha. Mit Lernhänden zu Hause. Ja. Ganz stark. Es gibt das Epic TV Mauspad. Oh, ja. Ja, heutzutage vielleicht braucht man das nicht mehr so oft, aber das kannst du dir auf dem Schreibtisch tun. Und doch, dann auf jeden Fall. Vielen immer Dank. Dich daran erinnern, dich über den Hamburger Amateurfußball zu informieren. Ja, ja. Und es gibt noch ein Armband von unseren Freunden und Partnern von Handspiel genehmigt. Die machen Lederarmbänder. Kurz fällt es mir gleich schon aus der Hand. Habe ich schon von gehört? Ja, sogar. Lederarmbänder aus echten Fußbällen. Sehr und Fußbällen, schön, die in echten Spielen, Begegnungen, WM, EM. Toll. Gerne vielen kannst Dank. Du das runde Lederarmband am Arm tragen. Cool. Viel Spaß damit. Werde ich mitnehmen auf die Reise. Gerne, mach gerne ein Foto davon, schick uns das gerne. Ja. Viel Spaß, danke, dass du einen Einblick uns gegeben hast. Sehr gerne. Und bis bald. Ja, jederzeit. Das war Marcel Eger, ein ehemaliger Fußballprofi, der Brasilien abseits der WM Glamour-Welt kennenlernen möchte und im Anschluss an diese Reise auch vielleicht im Hamburger Amateurfußball zu sehen sein wird. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.